Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich die IKEA bester Wandmontage durchführen und somit zum Beispiel auch eine TV-Bank oder einen Schrank richtig mit einer Schiene an der Wand aufhängen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. In einem extra Video habe ich diesen Besserschrank schon mal richtig aufgebaut und möchte ihn nun an die Wand hängen. Das Ganze funktioniert natürlich bei anderen Varianten relativ ähnlich und hierfür müssen wir uns aber unbedingt so eine passende Wandschiene einmal zulegen. Beziehungsweise wenn wir natürlich zwei Schränke nebeneinander aufhängen möchten, dann benötigen wir auch zwei solche Wandschienen. Zuerst mal müssen wir diese zwei Halterungen auf der Rückseite von unserem Schrank in die Ecken richtig rum hineingeben. Dabei nur darauf achten, dass dieser Haken wirklich auch nach unten zeigt und die zwei Zapfen müssen natürlich dementsprechend auch außen jetzt erst einmal in diese beiden Löcher hinein. Deswegen das Ganze einfach mal in die Löcher hineingeben, leicht schräg nach unten halten und dann können wir es nämlich auch schon mit dem Finger jetzt auch noch etwas nach oben hineindrücken. Dasselbe Spiel müssen wir natürlich auf dieser Seite auch noch machen. Als nächstes müssen wir unseren Schrank mal in die gewünschte Position halten. Ich habe bei mir jetzt einfach zwei Kisten darunter gestellt und du kannst natürlich auch gerne eine zweite Person zur Hilfe holen und dann am besten noch eine Wasserwaage drauflegen. Das Ganze natürlich auch schön im Wasser ausrichten. Und dann geht es einfach darum, dass wir mal auf der rechten Seite hier oben eine kleine Markierung bei unserer Ecke waagrecht und auch senkrecht machen. Und dasselbe Spiel machen wir natürlich auf der linken Seite hier genauso. Danach markiere ich mir noch genau die Mitte zwischen diesen zwei Markierungen. Bedeutet, mein Schrank ist 60 cm breit, weswegen ich einfach mal hier bei 30 cm noch die Markierung setze. Und wir können die waagrechten Markierungen hier aus mal noch ein paar Zentimeter weiter nach innen führen, dass wir die Wandschiene gleich richtig ansetzen können. Hierfür drehen wir unsere Wandschiene so hin, dass die Löcher auf jeden Fall nach unten zeigen. Die Markierung in der Mitte muss natürlich auch in der Mitte von unserer Wandschiene liegen. Und jetzt achte ich noch darauf, dass nicht diese Oberkante hier direkt bei der waagrechten Markierung drauf liegt, sondern wirklich dieses Stück hier etwas weiter unten. Dasselbe Spiel natürlich auf der anderen Seite genauso. Und dann können wir auch schon unsere Löcher dementsprechend markieren. Hierfür auf jeden Fall mal diese zwei äußeren Löcher als Markierung hernehmen und dann gehe ich mal noch zwei Langlöcher weiter und kann auch jeweils dieses Loch neben den zwei Langlöchern noch markieren. Als nächstes können wir die vier Bohrlöcher dann auch schon bohren. In meinem Fall verwende ich hierfür 8er Dübel und muss natürlich auch dementsprechend mit einem 8er Bohrer hier hineingehen. Danach die vier Dübel auch schon reinklopfen. Und wir können die Wandschiene dieses Mal aber mit den Löchern nach oben schauend auch schon richtig befestigen. Hierfür die Schrauben und diese rechteckigen Beilagscheiben verwenden. Bevor ich es aber vergesse, wenn du zum Beispiel jetzt zwei solche Schränke nebeneinander setzen möchtest, dann können wir diese zwei Wandschienen auch noch mit dem mitgelieferten Verbinder richtig verbinden. Hierfür können wir unsere Schiene nämlich ganz einfach umdrehen und dann den Verbinder einmal hier oben drauf geben und das Ganze auch dementsprechend einmal in diese Richtung rüber drücken, bis es klickt und somit auch eingehakt ist. Ich mache es jetzt natürlich nicht, da ich meine Wandschiene einzeln anbringen möchte. Die Wandschiene sitzt und jetzt können wir unseren Schrank auch schon mal richtig einhängen. Hierfür sind bei der Halterung ja zwei solche Haken dabei und die müssen einfach mal bei diesem großen Langloch von oben auch richtig in die Schiene rein. Als Orientierung können wir die Markierung an unserer Wand verwenden und dann das Ganze einfach mal dementsprechend richtig einhaken, bis es auch festsitzt. Damit der Schrank nicht aus Versehen aus der Schiene rausgehoben werden kann, haben wir noch diese zwei relativ kleinen Schrauben mit der Beilagscheibe dabei. Die Beilagscheibe muss übrigens in unsere Richtung so gekrümmt sein. Jetzt geht es einfach mal darum, dass wir hinten durchschauen, ob wirklich diese Bohrung auch mit dem Gewinde dahinter übereinstimmt. Wenn nicht, können wir den Schrank noch etwas nach links bzw. auch nach rechts schieben. Und danach geht es einfach darum, dass wir mal mit einem Schraubendreher schauen, dass natürlich die Schraube hier hinten beim Gewinde auch schon anpackt und wir können es dementsprechend festdrehen. Bei der anderen Seite natürlich noch genau dasselbe Spiel. Und damit es am Ende optisch auch noch etwas hermacht, können wir mal noch diese weißen Plastikclips ganz einfach hier hinten drauf geben. Und somit haben wir auch schon den IKEA Bester Schrank richtig an die Wand montiert. Wenn du dir für zu Hause einen Besterschrank in den verschiedensten Varianten, so einen Akkubohrhammer, eine passende Wandschiene oder natürlich auch passende Schrauben und Dübel zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller.
Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.